Was haben alle Verschwörungserzählungen gemeinsam? Hi, mal sehen. Das sind Kiki und Bina und sie glauben an übermächtige Drahtzieher, die Kinder entführen und foltern. Allerdings lebt Kiki im Jahr 2022, während Bina im Mittelalter rumhängt. Plot Twist! Naja, Verschwörungserzählungen funktionieren alle seit jeher nach der gleichen Mechanik. Jemand zimmert sich zu einem random Ereignis einen passenden Bösewicht, den er dafür verantwortlich macht, dass etwas Schlimmes passiert ist. Oberste Verschwörungsregel, die da oben haben was von dem Leid von uns hier unten. Alles wird in Gut und Böse eingeteilt. Es gibt nichts dazwischen. Jeder, der schlüssig dagegen argumentiert, hat es eh nicht gepeilt. Das bestätigt nur, dass es hier um etwas Geheimes geht. Zu krass für manche. Tja, von da hieß es früher ab in die Taverne, seinen Quatsch teilen. Heute wird ein Poster erstellt und geteilt. Fertig. Ach ja, egal ob Kiki es QAnon nennt oder Bina an Ritualmordlegenden glaubt, am Ende zielt alles aufs Gleiche ab. Die Welt stark vereinfachen, um Skeptikern Orientierung zu geben und Entlastung zu schaffen. Tja, die Welt ist aber kompliziert. Pech gehabt. Ciao.